Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Und diesmal nicht irgendein Farmvlog, sondern der erste vom LMSDV. So, was heißt das? Der ein oder andere hat es ja vielleicht auf Instagram schon mal gesehen. Die Abkürzung steht für Last Man Standing Daily Vlog. So, und zwar heißt das Ganze, dass wir eine kleine Challenge machen. Und zwar unsere Gruppe Farmvlogger, ich stelle die gleich mal eben vor, wird jetzt jeden Tag ein Video hochladen. So, zum Anschauen. Heute ist der 1. Dezember, 0.11 Uhr. Und ich fange meinen ersten Vlog dafür jetzt quasi an. Ich schaue noch mal eben schnell die Regeln an. Wie gesagt, jeden Tag kommt jetzt ein Vlog von uns. Wer da alles mitmacht, sage ich auch sofort. Vorweg mal eben schnell die Regeln. Und zwar haben wir das so gedacht, es muss jeden Tag jetzt ein Video kommen, ja, von dem Tag oder Ältestes darf vom Vortag sein. In den ersten 2 Minuten muss das Datum per Handy oder was ich gezeigt werden, damit man weiß, wann das Video entstanden ist. Man muss nachweislich selber vloggen. Der Vlog soll mindestens 5 Minuten, maximal 20 Minuten Länge haben pro Tag. Also Screenshot von Foto des Uploads in WhatsApp-Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, ob das die aktuellen Regeln sind. Das sind die schnellsten, die ich mal eben hier gefunden habe, die Sven gepostet hat. Aber ich denke mal, so in der groben Richtung passt das auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, man muss selber vloggen, mindestens 5 Minuten. Deswegen ist es nicht erlaubt, dass die Frauen jetzt meinetwegen Kamera in der Hand nehmen, 10 Minuten sabbeln und hochladen. Dann ist die Challenge eigentlich nicht erfüllt. Ja, wir werden mal sehen. Und dann nach und nach, wenn einer einen Tag nicht hochlädt oder das nicht rechtzeitig schafft, ob Upload-Schluss ist, 0 Uhr immer an den Tag, der ist dann quasi raus und wer als letztes überbleibt, hat gewonnen. wir haben eben den Farmvlogger United Stream noch gehabt. Da haben wir auch schon ein bisschen diskutiert, was der Gewinner kriegt oder viel eher, was die Verlierer machen müssen. Ja, da dürft ihr sonst nochmal gerne fleißig kommentieren, falls ihr gute Vorschläge habt. Ich kann aber eben schnell vorlesen, wer noch alles mitmacht, damit ihr die Kanäle auch findet natürlich. Wer bei dieser ganzen Spaßaktion jetzt mitmacht. Und zwar Jan von Twitch Farming ist dabei, Röpers, Stefan Hauer, Michi Bauer, also Rosa Kuh, Martin Grimm, Grimhof, Henry von Landwirtschaft Oberlausitz, Schnacki und meine Wenigkeit sind dabei. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich das durchhalte. Ich weiß eigentlich gar nicht, wer das angeleiert hat und wie das dazu gekommen ist. Ich glaube, wir bereuen das alles nach 2 oder 3 Tagen. aber mal gucken, wie das wird. Ist eigentlich eine spaßige Aktion, denke ich. Und ja, schauen wir mal. Wie lange habe ich jetzt schon? Komm mal fast. Ja, 3 Minuten habe ich schon gleich voll. Intro und so. Dann habe ich den ersten Vlog ja schon mehr oder weniger gleich fertig, wenn ich das Schneiden noch hinkriege. Naja. Aber das mal eben kurz zu der witzigen Aktion dafür. Jetzt wisst ihr, was der ganze Terz vorher sollte und wofür der Hashtag steht und warum jetzt hoffentlich in Zukunft so lange oder so viele Videos kommen. Ja, wir hatten alle schon Angst, dass das keiner aufgeben will und dann das Mitte Mai erst der letzte aufhört, aber wir sind mal gespannt. So, das war das. Noch eine kleine Ankündigung habe ich und zwar hatte ich ja gesagt, dass zu jedem Advent jetzt was verlost wird. Den ersten habe ich natürlich schon verpennt, wie gut ich bin. Ich dachte, dass es nächstes Wochenende ist. Aber war jetzt leider schon, deswegen reichen wir das schnell mal eben nach. So, und zwar das erste kleine Präsent, was zu gewinnen ist, ist ein schöner Wredestein-Rucksack mit ein paar Kleinigkeiten gefüllt. Ich zeige noch nicht alles, ein bisschen soll ja auch Überraschung sein. Was ist noch drin? Ich greife hier mal eben rein. Eine schöne Mütze ist da drin. Was kann ich hier noch so finden? Dieses kleine Paketchen. Ich mach's mal nicht auf, dann krieg ich das gleich nicht wieder zu. Da sind Bluetooth-Kopfhörer drin, In-Ear-Kopfhörer. Und ja, so 1, 2 andere schöne Kleinigkeiten sind hier auch noch mit drin. So, was müsst ihr machen, um das zu gewinnen? Ich habe lange gegrübelt, muss ich sagen, wie ich dieses Gewinnspiel aufziehe. Über Instagram wäre es im Grunde am leichtesten gewesen mit den Kommentaren und so, aber ja, nicht jeder hat Instagram und dann ja, haut das auch immer alles blöde hin und über YouTube ist ein bisschen mehr Reichweite. Deswegen habe ich mir Folgendes ausgedacht. Ich werde jetzt in jeden Verlosungsvlog, also ich zeige vorher das Paket, und werde den Vlog dann über, wann ich gerade Lust habe, irgendein Codewort sagen. Wie ihr das gewinnen könnt. Heißt für euch also schön den Vlog aufmerksam gucken und dann
ja, das Codewort mitkriegen. Und wenn ihr das Codewort habt, schickt ihr das bitte an kuxland.gewinnspiele@web.de. Blende ich auch nochmal unten hier ein und in der Beschreibung packe ich das auch nochmal rein. Und da schickt ihr eigentlich im Grunde dieses Lösungswort nur hin und dann habt ihr schon mitgemacht. Wenn ihr gewonnen habt, melde ich mich und dann tauschen wir eben die Adressen aus und dann schon habt ihr euer Präsent dann gewonnen. Ja, die nächsten jetzt noch drei Pakete, also das Paket und dann noch drei zu jedem Adventswochenende, sage ich mal, verlose ich eins. Solange geht die ganze Aktion dann so. So, jetzt aber genug gelabert, wobei ganz viel machen kann ich auch nicht mehr. Ich kann noch mal eben schnell zeigen, was wir, ja, wann war das? Gestern Abend eigentlich noch, seitdem steht das hier noch, gemacht haben. Aber wobei, ich kann das noch mal eben zeigen. Meine Frau hat die Halle mal ein bisschen aufgeräumt und zwar, weil die Bühne hier morgen oder übermorgen raus muss. Wer es nicht weiß, also das ist eine Bühne hier, die ist hier eingelagert, die habe ich verpachtet hier, die Fläche. Ja, und die muss dann morgen raus, deswegen muss hier mal ein bisschen Platz gemacht werden. Die Presse kommt dann morgen noch raus und dann, ja, können die hier ran. So, Pferdeanhänger steht da, nicht unser, haben wir ausgeliehen. Da haben wir einen Bundeswehrschrank günstig von eBay geschossen. Der ist auch noch drin, den müssen wir noch ausladen. So, und hier Licht. Technisch ist hier nicht viel los. Schade. Wir haben auf jeden Fall noch Kartoffeln sortiert. Wieder wie gehabt mit dem Geräteträger. Sieht man das? Ne, man sieht gar nichts. Schade. Kiste am Frontlader und dann einfach die Kartoffeln in den Sortierer reinlaufen lassen. Und dann gleich abgesackt. Die ersten 100 Kilo wurden so schon gleich mitgenommen. Und Kartoffelhaus ist jetzt auch wieder voll. Apropos Kartoffelhaus, da wollte ich die Heizung hier reinstellen. Im Moment ist sie aber nicht an. Wir haben es, ja, was sind das? 4, 5 Grad oder sowas. Also, wenn es kälter wird, muss sie an. Aber im Moment läuft die jetzt nicht. Genau. So. Ist sonst noch irgendwie was Spannendes passiert? Ich glaube im Grunde nicht. Nö. Das war das. Ich schätze mal, dass ich euch wahrscheinlich morgen im nächsten Vlog mit zur Arbeit nehmen werde. Da werde ich ein bisschen vloggen. Ich habe gefragt, ob ich da filmen darf. Ist kein Problem, freut mich schon mal sehr. Und dann seht ihr da auch mal ein bisschen was von. Ja, ich denke mal, dass ich mich gleich nochmal eben schnell an eine Stickmaschine setze. Da kann ich nochmal ein bisschen was filmen. Und dann haben wir das Gröbste, glaube ich, schon mal. Soll natürlich ein richtiger Vlog werden. Ich soll nicht irgendwie Scheiße erzählen hier und dann nur, dass man seine 5 Minuten voll kriegt. Das ist jetzt natürlich nochmal eben so zum Erläutern und so, wo es in der ganzen Sache geht. Deswegen wird er wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer sein. Ja. Ich glaube, ich habe alles erzählt. Ihr seid gerne angehalten, alle anderen Vlogger natürlich auch zu kontrollieren und gegebenenfalls sonst zu melden in den Kommentaren, falls irgendwas schiefgelaufen ist, Regeln nicht eingehalten. Ja, dass ich natürlich hoffentlich am Ende gewinne. Schauen wir mal. Naja, so, ich düse jetzt schnell eben nach Hause und dann stecke ich nochmal eine Runde. Ah, da noch nicht ganz zu Hause, wo ich hier gerade durch den Stall laufe, kann ich nochmal eben den Beton zeigen, beziehungsweise wir können auch eigentlich aufschalen. Der ist schön hart geworden, so wie es sein soll. Und normalerweise sollte die Schale jetzt gut weggehen. Hier ist ein bisschen was untergelaufen leider, aber kein Problem. Das muss ich dann noch ein bisschen abklopfen hier, wo das ein bisschen untergelaufen ist, aber alles gut. Ist fest, ja. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt weiter verfahre. Ich denke mal, dass ich weiß noch nicht, nur entweder, ja, Styropor ist wahrscheinlich nicht so schön, Brett ist auch nicht so geil. Ich muss mal gucken, nur Plastikfolie hier überhin lege. Das muss natürlich so sein, dass eher ein Fall, wenn man das Element rausnimmt, das natürlich wieder schön hier einflutscht, ne? Es muss ja natürlich eine kleine Abtrennung hier sein. Muss ich noch mal gucken, oder irgendwie, ja, eine Dampfsperre oder irgendwie sowas dazwischen. Muss ich mal gucken. So. Das ist schön gerade geworden. So soll das sein. Da bin ich sehr zufrieden mit. Ideal. Andere Seite auch nochmal eben. Da hinten habe ich schon einmal ausgeschalt gerade. Top. Hier soll es dann eigentlich die nächsten Tage auch weitergehen. Solange das nicht friert, will ich das eigentlich hier fertig haben. Bausteinmatten habe ich hier schon fertig zugeschnitten. Die können hier halt nicht so rein. Ich muss so eine Abstandshalter machen. Das kann ich vielleicht auch morgen machen, wenn ich Zeit habe.
dass das hier weitergeht. Und ich muss aber noch eine Stahlmatte dazu kaufen. Ich habe leider eine zu wenig, das passt nicht ganz. Und dann muss ich mal gucken, wo ich einen Betonmischer herkriege. Ich denke mal einen hinterm Trecker, das ist am einfachsten, als wenn wir das alles mit der Hand anrühren. Licht, top. Ja. So, jetzt aber ab nach Hause. So, ich sagte ja, dass ich gestern Abend oder, nee, gar nicht wahr, heute Nacht noch ein bisschen an der Stickmaschine war und das ist hier dabei rausgekommen. Der erste, ja, mehr oder weniger Rohling. Ich habe ein, zwei Sachen schon ausprobiert. Hier noch ein paar Anpassungen gemacht, Stickfußhöhe und so, dass es ordentlich steckt. Der ist fast gut, eine Kleinigkeit, muss ich nochmal nachschauen. Der ist hier so ein bisschen ausgefranst leider am Ende, aber das kriege ich auch noch hin. Ansonsten, so sieht das erste Logo auf der Mütze. So, ich kann die auch gleich noch eben aufsetzen. Ein anderes Logo habe ich auch noch in Auftrag gegeben. Ich kann die Datei leider nicht selber machen. Die muss erst durch eine Firma und eine Stickdatei umgewandelt werden. Da warte ich jetzt im Moment noch drauf, aber das ist jetzt das erste Muster. Ich hatte es jetzt einmal mit dieser weißen, silbrigen Schrift gemacht. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und ein Rohling hatte ich mit roter Schrift gemacht. Die habe ich jetzt leider nicht zur Hand. Fand ich auch gar nicht schlecht. Ich poste das sonst mal auf Insta und mache eine kleine Abstimmung, welche Farbe ihr besser findet oder ob ich beide in den Shop reinlegen soll. Das ist natürlich jetzt der Vorteil, wenn ich eine Stickmaschine habe. Ne? Ich kann mir die Rohlinge einfach, weiß nicht, 200 Stück hinlegen und stick dann das, was ihr genau haben wollt und bestellen wollt und muss nicht... kommt die Post da gerade? Ich melde mich sofort. Ah, DHL gerade nochmal eben ein Paketchen gebracht. Das müssen Ersatzteile für den GT sein. Da werden wir in den nächsten Vlogs auch nochmal eben reingucken dann. Wo war ich jetzt überhaupt? Bei den Rohlingen und so. Das ist natürlich jetzt die Vorteil, dass ich eine Stickmaschine habe. Ich kann dann genau auf Bestellung besticken. Wenn ihr 4 rote und 3 weiß bestickte Mützen haben wollt, dann kann ich das fertig sticken und brauchen wir nicht ein großes Lager hinlegen mit, weiß nicht, irgendwelchen Farben, die ihr gar nicht haben wollt. Und die liegen dann da ewig rum. Das ist halt der große Vorteil. Und ich kann auch ein paar Mustern ausprobieren. Ja, die werde ich auf jeden Fall, ich kann sie mal eben schnell aufsetzen, auf jeden Fall die nächsten Tage, wenn ich das schaffe, morgen oder so in den Shop reinpacken. Und eine andere kleine Überraschung habe ich auch, wo ich schon was mit gemacht habe. Da wisst ihr aber noch gar nichts von, außer vielleicht ein, zwei, die in Bremen mich gesehen haben. Die wissen vielleicht schon, was kommt. Aber das wird eine, ich hoffe, große Überraschung. Gibt so auf jeden Fall noch nirgendwo zu kaufen, habe ich zumindest noch nirgendwo gesehen. Ich hoffe, das kommt dann gut an bei euch. Naja, jedenfalls so sind die Mützen erstmal. Ich habe auch noch welche in Blush, die gefallen mir aber gar nicht so gut von der Farbe. Die stecke ich nochmal wieder zurück und so ein bisschen was Rosanes wollte ich eigentlich haben, dass die Mädels auch mal was Eigenes zum Anziehen haben, sag ich mal. Naja, so. Das war das und es gibt schon eine kleine Ankündigung von der LMS DV Front. Und zwar Stefan Bauer-Hauer ist leider schon raus und ausgeschieden. Der hat sein Video leider eine Minute überzogen, über 20 Minuten und damit ist er laut Regelwerk leider raus. Tja, schade Stefan, aber jetzt sind es nur noch 7. Zumindest schon mal nicht letzter. Falls ich das Video rechtzeitig hochlade, bin ich nicht letzter. Yes. Das Gewinnspiel, das Passwort brauchen wir noch, oder das Gewinnspiel-Teilnahmecode, sag ich mal. Da passt das ja, würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Tschüsshauer. Also alle, die bei dem Wredestein-Gewinnspiel mitmachen wollen, beziehungsweise Adventsgewinnspiel, schreiben mir eine E-Mail an die angegebene E-Mail, die ich da unten reingeschrieben habe oder auch angeblendet habe zum Anfang des Videos und schreiben Tschüsshauer. Betreff könnt ihr, ich würde einfach sagen, Gewinnspiel machen, dann weiß ich gleich Bescheid. Ja, so, ich muss auch gucken, dass ich meine 20 Minuten nicht überziehe, deswegen würde ich sagen, machen wir schon mal Schluss. Also diesmal nur ein kleines Informationsvideo gewesen. Danke fürs Zusehen. Guck gerne morgen mit rein. Da habe ich schon mal Schönes gefilmt. Da kommt was sehr Interessantes, wie ich finde. Und dann sehen wir uns hoffentlich frisch und munter im morgigen Vlog. Bis dahin. Ciao.